Hi zusammen, ihr lieben Leute, ich bin der Bruger, frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt. Und ihr seht hier Resident Evil 4, das Remake. Das ist ein Sponsoring von Capcom. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Und ja, natürlich kann dir nur mir passieren, ne? Ich komme erstmal aus einem, wie ich finde, wohlverdienten Urlaub und bin direkt erstmal richtig krank wieder. Ach ja, schön, so kann es losgehen. Resident Evil 4, ich habe es in den Kommentaren schon oft gelesen. Ihr wart alle drauf bei mir. Jetzt ist es ja da. So, ich habe die Deluxe-Version davon. Das heißt, ich habe auch die ganzen Kostüme und so weiter. Aber ich mache das jetzt erstmal nicht. Ich werde es wahrscheinlich mehrmals durchspielen. Das erste Mal jetzt natürlich auf Deutsch. Und dann nochmal auf Englisch mit Kostümen. Falls ihr euch also wundert. So, Extras, Outfits. Ah genau, guck mal hier. Ich meine, Pamela Papp, ich erzähle euch jetzt nichts Neues. Leon, Ashley kennt man ja als Charaktere. Ich glaube nicht, dass da viel neu interpretiert. Oh, hei, hei, hei. Was ist das denn? Das ist ja mal komplett was anderes. Held, Schurke, Leger und Roman. Oh. Okay. Ihr könnt ja selber mal in den Kommentaren schreiben. Oder ich werde es mal öfters wechseln. Machen wir es mal einfach so. Oh, Sonnenbrille, sportlich. So, Ashley. Die übrigens gar nicht so kacke sein soll. Romantik-Look. Also hier im Remake. Ich fand es im Original auch nicht so schlimm, ne? Sind nur Spaß. Das gefällt mir jetzt, naja. Das ist so das, was man sich, glaube ich, in Japan unter Punk vorstellt. Oder was halt japanisch Punk ist. Und nicht so das britische Punk. Aber Filter, Held, Schurke. Oh. Das ist geil. Held, Schurke und aus. Aber Held ist eigentlich nur. Naja. Originalmusik und Soundeffekte. Alter. Okay, ich glaube, wir werden da mal ein bisschen rumspielen im New Game Plus. Auf jeden Fall, ja, neues Spiel, ne? Veteran. Für jene, die Resident Evil 4 2005 gespielt und Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben, würde ich, glaube ich, schon mal sagen, oder? Die Gegner sind stärker und Herausforderungen schwieriger. Höhere Kaufpreise für bestimmte Objekte. Aha. Ja, ich weiß schon, die ganzen YouTuber, die wieder Standard spielen. Ist mir egal, wenn ich ein paar Mal sterbe, ich lasse es. Veteran, so zacke die zack. Hab schon gehört, soll schwer sein, weil die Steuerung so ein bisschen, naja, nicht optimal ist. Aber man kann ja mit dem Messer parieren jetzt übrigens die Angriffe. Mal sehen, wie ich das hinkriege. Die erweiterte Schatzkarte wurde angewendet. Sie können auf der Karte nun sehen, wo sich versteckte Schätze befinden. Ja, viel Spaß. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte, den Schmerz, nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Dann erzähl mal, was willst du an diesem Ort, so nah am Arsch der Welt? Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich wichtiger sein, ne? Der Befehl kam von ganz oben. Helft ihm, sagte er. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Noch unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute.
Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Die Natur ruft. Bin gleich zurück. Das Frio. ¿Te has bebido el bar entero? Brauchst du? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Der gleich sich ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Ja, also vorneweg, ich finde es richtig cool, dass sie Leon seine Stimme gelassen haben aus dem ersten, also aus dem zweiten Resident Evil, wo er sie schon hatte. Also sieht das gut aus. Sieht das gut aus. Die Maus ist nur ein bisschen langsam, aber kann ich ja gleich korrigieren. Und den Polizisten suchen. Ach du Scheiße, ist das geil. Ja, und ich finde es halt gut, dass er so ein bisschen menschlich dargestellt wird und nicht so einfach als die super coole Action-Socke, der alles hier alleine rockt, sondern dass er sagt, das hat ihn fast gebrochen, was damals passiert ist. Marvin und Kendo. Dass es halt immer noch so eine menschliche Komponente gibt und den nicht einfach alles wegsteckt. Ich meine, wie weit ist er denn gegangen? Ja, also ich denke mal, jeder von uns, wenn er das gesehen hätte, was da passiert ist in Raccoon, ist nicht so ganz einfach. Auch wenn man es immer gerne so sieht und sagt, ich wäre da nicht so, ich wäre voll hart. Nee, ich glaube mal so 90% von uns wären gestorben und die anderen wären von der Bombe gekillt worden. Aber gut, ist ja nur meine Meinung, ne? Ist ja nicht super. Das mit E-Hocken finde ich so. Das ist so seltsam. Ich bin nur hart in Spielen, aber in echt bin ich, glaube ich, nicht so hart. In Horrorspielen meine ich, da kann ich viel ab, aber in echt, glaube ich, wäre ich da. Ne? Oh ne, die Maus gefällt. Sekunde, es tut mir sehr leid. Ja, komm. Ja, danke. Es ist echt nicht angenehm irgendwie, das Drehen mit der Maus. Vielleicht sage ich ja zwischendrin mal aufs Gamepad um, weil. Scheint ja schon besser zu gehen dann eventuell. Beim Zielen ist es ja auch wieder so eine Sache, da ist es ja auch schneller, aber beim... Jemand zu Hause? Ich beim Drehen schon so langsam bin hier. Muss halt jedes Mal für sowas hier, guck mal, ich schrapp jetzt die Maus komplett übers ganze Mausboard. Ja. Das ist ein bisschen wenig, was man da im Spielraum hat hier. Alter. Hm.
So, ist jetzt auf Maximum übrigens. Ja, dickes Holzkreuz. Voller Blut. Oh. Primitiver Talisman, das Urteil naht. Habe ich in der Demo, glaube ich, gar nicht gesehen, dass das da drauf stand. Nee, ey Leute, komm. Ich nehme das Gamepad. Es geht einfach nicht. Ich kriege hier einen Anfall, wenn ich die ganze Zeit kurbeln muss ohne Ende. Ja, guck mal. Ja, moin. So, jetzt ist viel besser. Ja, jetzt kann ich mich auch mal gescheit drehen hier. Alles gut. Was ist das für Viecher, die solche riesigen Haaren? Ja gut, wahrscheinlich. Ja, Rindviecher einfach. Ich hab nichts. Ich werde das so genießen, dieses Spiel zu spielen. Ich sag euch. Aber ich habe schon irgendwas gehört, dass sie die Insel wohl ein bisschen entfernt haben am Ende. Jetzt eigentlich so das letzte Fünftel oder letzte Viertel, sage ich mal, wo es richtig fies wird nochmal. Sorry, dass ich so reinplatze. Ich meine, Leon ist schon geil, ne? Erstmal eine Axt mit einem Messer blocken. Das musst du mal bringen. Polizeimarke, Nationales Polizeikorps, Mario Fernandez Castaño, Polizeibeamter. Kann ich das mitnehmen? Nee. Ich würde es mitnehmen. Ich meine, im Endeffekt ist es eine Marke. Oh. Lecker Eingeweide. Wie das riecht. Oh, da kommen so Resident Evil 7 Flashbacks mit dem Schimmelscheiß. Ja. Ich muss es einfach nochmal tun, das ist so super. Klack, klack. Ich finde das übrigens auch mit den Schlüsseln so super gemacht. Also, ich habe mir da stundenlang angucken, wie irgendwelche Schlüssel in Schlösser gesteckt werden und wie es aufgemacht wird. Und ja, Nägel. Ich sag auch gleich dazu, wenn ich hier auf Story-Details eingehe. Es wird Spoiler geben, also beschwert euch jetzt nicht. Das Spiel ist schon ein bisschen älter. Wer es nicht kennt, tut mir leid. Aber ich werde dazu ein paar Sachen sagen jedes Mal, wenn mir irgendwas auffällt, was anders ist oder... Ja. Hey! Ich höre sie. Wie ist ihr Status? Was ist hier los?
Alter. Die Gewaltdarstellung ist aber schon ein bisschen saftig immer, ne? Guck mal, schließen ist rechte Maustaste und wenn ich das drücke, macht er das direkt. Deswegen ist es ein bisschen komisch. Immer so ein kleiner Reinzoom. Was war das? War ein Messer. Nicht dein Ernst. Alter. Langsam ist es nicht mehr witzig. Ist das was aus seinem Ohr da rauskommt? Ja. Ich kann das blocken, weil es gibt Attacken, die kann man einfach mit dem Messer blocken. Aber ich glaube, das gilt nur für Waffen oder so. Tot? Oh. Der Burastero! Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Ich muss los. Melde mich. Ich find selbst raus. Ja, Hannigan, die Stimme kennt man. Die spricht auch Aloy von Horizon. PlayStation-exklusives Spiel nicht mehr. Ja, Muni ein bisschen knapp gerade, ne? So, warte mal, haben wir ja schon, wenn sie sich mal verlaufen haben, genau. Ach hier, guck mal, da sind die Schätze jetzt verzeichnet. Dachte, hier wäre schon einer, deswegen, dass ich nichts verpasse. Alter. Hab auch ganz schön geblutet, der Kerl, ha? Oder was auch immer die da rüber geschleift haben. Ich mach das nicht, weil ich so sinnlos brutal sein will, sondern weil die halt Sachen droppen. Ihr seht. Ich glaube, das kann man übrigens auch ausstellen, dass so zerstörbare Objekte nicht gelb markiert sind. Also glaube ich zumindest. Das reißt nämlich so ein bisschen raus, vielleicht. Schießpulver. So. Ach, da kann ich sogar Objekte aufbewahren. Aha, das ging in der Demo nämlich nicht. Koffer anpassen. Aktenkoffer, silberner Aktenkoffer. Die Fundrate für Pistolenmunition steigt. Ist ja geil. Aber noch. Sentinel 9, so heißt meine Knarre. Bitte was? Nee. Die SG-09R, eine Spezialanfertigung für Leon. Sorgfältig ausgewählte und verarbeitete Teile verbessern die Performance für diese auf Basis der MUP gefertigten Pistole. Und hier eine speziell für die Bekämpfung von Bioterrorismus modifizierte Waffe. Ihre Genauigkeit und Vielseitigkeit machen sie zu einem verlässlichen Begleiter. Oh, die hat ein höheres Magazin. Und die Skull Shaker, eine Flinte mit abgesägtem Schaft und Lauf. Die kompakte Größe sorgt für exzellente Bedienbarkeit und Handling. Alles klar. Ja.
werde die natürlich auch nutzen, diese Premium-Waffen. Versteht sich ja von selbst. Sind ja nur die zwei, von daher. Hallo? Hä? Ach, gedrückt halten und dann kann ich. Ah, okay. Wo kann ich sie drehen? Sehr schön. Auf der 3, auf der 1 ist die, auf der 2 die. Sehr gut. Ich meine, ihr wisst ja, man kann ja Waffen upgraden und ich bekomme ja auch bald da neue Waffen. Immer wieder. Pikachu! Er bewegt sich ja echt wie so ein Rentner, ne? Jetzt habe ich schon gehört, dass die Steuerung echt so ein bisschen. Also, das, was er drauf hat an Kampffähigkeiten, ne, ist schon geil. Aber er bewegt sich so ein bisschen wie ein alter Mann, Leon. Sattler. Lord Sattler. Und ich habe übrigens das FOV so hoch gemacht, wie es geht. Ah! Ich wollte es blocken. Ah, seht ihr? Übrigens geht's mit der Leertaste, nicht mit der Maustaste. Was mit der Leertaste jetzt? So. Ja, so habe ich das geblockt gerade übrigens, wollte ich da sagen. Ja, lass mich, ich probiere ein bisschen rum jetzt. Ja, also mit der Taste kann man die Angriffe parieren. Sehr geil. Wie gesagt, ich werde auch ein paar Mal sterben, weil ich halt echt probiere jetzt am Anfang. Ist ja auch nicht schlimm. Sag's nur dazu. Nicht, dass sich jemand beschwert. Es werden sowieso Leute sagen, Bruger, du Kacknoob. Aber ist mir egal, ich muss niemandem was beweisen. Hier geht's ja um den Spaß. Ey. Kraut. Eine Blendgranate. Sehr gut. Sexy. Ja, ihr habt ja vielleicht in der Demo gehört, gibt's den Trick, dass wenn man alles abwirft, was man im Inventar hat, bevor man ins Dorf geht, dann kann man wohl die TMP freischalten. Die ist dann in so einem Schacht. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Das mache ich vielleicht im New Game dann. Mal gucken, da habe ich sie wahrscheinlich eh schon. TMP ist auch nicht so meine Favoritenwaffe, muss ich sagen. Und er ist da! Eigentlich so gar nicht. Ach du Scheiße! Alter! Ey, das ist so das, glaube ich, was mit am schlimmsten sein muss, bei lebendigem Leib zu verbrennen, einfach. Und ist da. Ja. Otra vez. Die Frau hat vielleicht nicht mehr was damit zu tun, wir stechen sie einfach ab. Das, was wir machen, wenn wir in das Dorf kommen, die Frau erstmal töten. Die 5. So, genau.
Gucken, wie viel wir im Stealth erwischen hier. Schon geil. Wir hätten auch hier hochgehen können, ja. Oh, nee. Ach nee, hätte ich gar nicht. Da ist so eine Kiste. Ich hoffe, dass er jedes Mal aufsteht nach einer Attacke. Die haben es auch wieder so gemacht, dass man, wie im zweiten Remake, dass das Messer kaputt geht mit der Zeit. Einerseits ganz gut, andererseits, naja, das Messer ist halt deutlich mächtiger jetzt als in den alten Teilen. Ja, hier wäre dann die TMP drin. Aber weil ich nicht alle Gegenstände abgeworfen habe, ist der Deckel drauf. Oh nein. Dann mal los. Alter. Haha. Aber man muss dazu, man ist hier nirgends sicher. Ah. Verpiss dich, Mann. Die W870. Nein. Oh, perfekt. Versuch die hoch zu klettern. Alter.
Oh, krass. Meine Stimme. Ja, jetzt haben wir das mal gesehen. Müssen wir, glaube ich, nie wiedersehen jetzt. Aha. Hier brauche ich einen Schlüssel. Ist ja neu. Sehr gut. Eine Flinte. Lord Zadler. Ich frag mich, ob es da irgendwann dann neue Messer gibt. Muss es ja. Okay, also irgendeiner sieht mich hier immer, egal was ich, wo ich lang gehe. Dann mal los. Hey! Au! Du Ficker! Ich glaube, aber Springsequenz. Mein Glückstag. Oh, ein Seitenkristall. Also ist was man hier kriegt, immer random, schätze ich. Oh. Alter. Was war das denn? Alter, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin aus dem Vorbild gewechselt. Brauch Nachschub. Alter.
nein, was jetzt? Geht aufs Haus. Ja, Pedder. Hä? La campana. Al que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos. Que servir. Al Lord Sadler Todopoderoso. Geiler Scheiß, Leute. Ja, das war der erste Part. Und ich sag mal so, auf Veteran ist richtig übertrieben krass. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Danke fürs Liken, danke fürs Kommentieren. Und wir sehen uns wieder zu Resident Evil 4 Remake. So, Dankeschön, tschüss.